Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Eigentlich war es erst für morgen geplant, nun ist es doch schon da, das HTC One Max. Was das kann, was es nicht kann und wie es aussieht, warum der Fingerprint-Scanner vielleicht nicht ganz so cool ist, wir sehen es jetzt. Viel Spaß! Als größtes Gerät der One-Serie, es gibt das HTC One, das kam als erstes, das HTC One Mini, das kam danach und nun haben wir auch den großen Bruder, das HTC One Max da, hat es natürlich dasselbe Design wie bei den anderen Smartphones. Genauer gesagt lehnt es sich mehr an das HTC One an, denn auch dieses besteht aus einem Voll-Aluminium-Unibody-Gehäuse. Der kleine Unterschied ist jedoch, dass das HTC One Max natürlich deutlich größer ist, mit Fingerprint-Sensor kommt und man die Rückseite abnehmen kann. Auf der angesprochenen Rückseite finden wir wieder diese Polycarbonatstreifen, in denen dann die Antennen stecken. Wir sehen oben rechts ein Sekundärmikrofon, sehen einen Fingerabdruckscanner. Anders als bei Touch ID von Apple muss man hier allerdings nicht den Finger drauf halten, sondern mit einer Wischgeste von oben nach unten wischen, um das Gerät zu entsperren. Das finde ich sehr, sehr unpraktisch, dass es an der Rückseite positioniert ist, denn man muss das Gerät immer aufheben, in die Hand nehmen, irgendwie den Finger positionieren und dann von oben nach unten streichen. Dazu kommt dann noch die HTC Ultra Pixel Kamera, zu der wir jetzt kommen. Es ist die Kamera, die wir schon aus dem HTC One und dem HTC One Mini kennen. Sie kommt mit BSI-Sensor, die Pixel sind 2 Mikrometer groß. Wir haben wieder den HTC Image Chip in der zweiten Generation, eine f2,0 Blende und ein 28 mm Objektiv. Ja, 1080p Videos sind natürlich möglich, auch im HDR-Modus. Und ja, was sollen wir sagen? HTC Zoe ist natürlich auch wieder dabei. Vorne oberhalb des Displays finden wir natürlich Licht- und Annäherungssensor. Wir finden die große breite Hörmuschel, in der auch wieder eine Benachrichtigungs-LED sein wird. Und natürlich eine Frontkamera. Die Frontkamera kommt mit 2,1 Megapixel, einem 88 Grad Weitwinkel. Und Videos können auch hier in 1080p, also Full HD, aufgenommen werden. Als Gerät der One-Serie ist natürlich auch Boom Sound wieder dabei, das heißt Stereo-Frontlautsprecher. Einen sehen wir oben, den anderen sehen wir unten. Direkt darüber finden wir eine Zurück-, eine Home-Taste und wieder den HTC-Schriftzug. Der nächste Blick führt uns auf die Seiten des Geräts und zwar fangen wir mit der linken an. Dort finden wir diesen kleinen Rasterknopf, würde ich mal sagen. Wenn wir diesen betätigen, können wir die Rückseite abnehmen und dort eine SIM-Karte und eine SD-Karte einlegen. Das Ganze ist nun also offen, allerdings können wir den Akku leider immer noch nicht wechseln. Auf der rechten Seite gibt es eine Änderung. Hier finden wir die Lautstärkehilfe und die Ein-Aus-Power-Taste. Diese saß vorher bei den HTC One-Geräten immer oben und darin integriert war die Infrarot- Ja, Schnittstelle. Diese ist nun nach oben gewandert, neben den 3,5 mm Klinkenanschluss. Bleibt noch die Unterseite und dort finden wir lediglich den Micro-USB-Anschluss sowie ein Mikrofon zum Telefonieren. Zeit für ein paar Specs. Das Teil ist 164,5 x 82,5 mm groß und dabei satte 10,25 mm dick. Dazu kommt 217 Gramm Gewicht, das ist echt schon eine Fuhre. Das verbaute Display ist 5,9 Zoll groß und löst mit Full HD, also 1920 x 1080p auf. Das ergibt eine Pixel-per-Inch-Dichte von 373 und das Panel ist ein Super LCD 3. Installiert ist Android 4.3 Jelly Bean, darüber wird die neue Sense 5.5 Oberfläche gelegt, wodurch sich beispielsweise Blinkfeed direkt abschalten lässt. Verwendet wird eine Micro-SIM-Karte, die auf der Rückseite, nachdem sie abgenommen wurde, eingelegt wird. Bepowert wird das Ganze durch den Qualcomm Snapdragon 600 Quad-Core Prozessor, der mit 1,7 GHz hier Kern getaktet ist. 2 GB RAM kommen dazu, 16 bzw. 32 GB stehen im internen Speicher zur Wahl und endlich kann man das Ganze auch erweitern und zwar per MicroSD-Karte um maximal 64 GB. HTC One typisch ist natürlich auch Boom Sound mit dabei, also die Stereo-Lautsprecher, die HTC Ultra Pixel Kamera, die wir uns gleich noch ansehen, HTC Zoe ebenfalls zur Kamera gehörig, ein Fingerabdrucksensor, den wir uns eben angesehen haben, ein leider nicht wechselbarer 3300 mAh starker Akku, LTE, NFC, Bluetooth 4.0 und WLAN nach A, B, G, N und AC Standard. Es ist Kamerazeit. Wir haben eine 4 Megapixel HTC Ultra Pixel Kamera mit BSI-Sensor, 2 Mikrometer großen Pixeln, wir haben eine f2,0 Blende, ein Image Chip 2 und Videos können in Full HD aufgenommen werden. Mit unterstützt wird das Ganze durch eine Single LED, die als Fotolicht oder auch als Taschenlampe dient. Die Frontkamera kommt mit 2,1 Megapixeln daher, BSI-Sensor 88 Grad Weitwinkel und Videos können ebenfalls in Full HD aufgenommen werden. Ja, das soll es gewesen sein vorerst zum HTC One Max. Eure Meinung würde ich gerne wissen.
Sitzt der Fingerabdrucksensor da wirklich gut oder taugt das gar nichts? Das war's von diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.